Komm, 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 Spirit Rock, Spirit Rock, Spirit Rock. Nein. Ach, ich sag doch, das überlebe ich nicht. Alles gut ist, das war nur das Dings hier. Ich habe noch das Jade-Gear. Uff. Und mein Schaden um 90% erhöht wird von der Offhand. Das ist quasi gebufft. Swarm ist viel doof. Nice. In sich. Swarms ist für Jade echt gut. Bei Spirit Brush ist mittlerweile zu schnell tot. Not, genau. Ja. Ach, Templei. Mal auf den Templar stellen. Dass hier alles ableuchtet. Aber hier muss man auch aufpassen, wenn du alles schön auf dir hast, muss fast permanent mit dem Spiritbock sein. Wenn du so einen Haufen Swarms hier einmal hittet, ist halt ein bisschen geblockt. So viel Damage. Weg. Wollte ich besser. Dragonaut findet mit eh nicht kommen. Und dann Overseer. Nicht so hoffen, dass ich hier einen Kondi hab dann nur so. Gott, Gott, Gott. Was meine ich? Wenn er einmal der Swarmhaufen hittet, der Degen bei ihm gepixelt wurde. Muss jetzt hier Mengler. Auch aufpassen, dass die nicht um den Kopf hauen. Macht auch ordentlich was an Damage. Und da oben ist Ausgang. Und einen Speedpylon. Uff. Ich kann potenziell noch ein paar kriegen. Schauen wir alle hier. Wer bekommt. Und Jailer. Jailer ist kinda dangerous. Ich möchte, dass er gerade noch so ein Fliegenpack gekommen ist. Angler tot. Jetzt brauche ich ein bisschen Trash. Aber was an Trash hab. Hier unten halt, wahrscheinlich. Boah, Shadow Vermin, nice. Shadowworm ist ja mal übelst schnell eigentlich. Komm, die haben auch Health Link. Aber ich habe eigentlich nichts mehr in Trash. Vielleicht. Ich hoffe, irgendwo Anfang nächste Map einen Pilot zu bekommen. Hier noch ein bisschen was. Auch nur so, es ist halt scheiß Layout, ist ja alles durchzupullen. Teilweise. Komm, komm, komm. Nice. Careful. Ja, ja, alles läuft zum Templar, ey. Templar ist wieder am Arsch. So, das alles hier aufeinander wird dangerous, aber ich hoffe, durch die Illus kriege ich ein bisschen CDR, um es zu überleben, halbwegs. Sonst heißt es nichts, eben, wir gehen. Der Templar steht wieder beschissen, ey. Sollte wegkommen, dass da unten alles rausgeht aus dem engen Gedödel, dass sie auf die Fläche kommt. Über den blauen kann ich ja vielleicht töten. Na, zumindest die Shadowruns kann ich töten. Ich sehe gerade, die Fliegen haben Shielding. Der eine hat noch ziemlich viel.
Gelb ist halt low, sehe ich sogar gerade. Die Blauen haben mehr als das Gelbe. Anscheinend wurde er ein paar Mal vom Koko gefressen. Der Gelbe. Wenn er jetzt noch einmal gefressen wird, wenn ich Glück habe, ist er tot. Oder nicht. Hat auch nichts mehr. Elutsicht, ist gut. Wenn ich mal einen Oculus krieg, bitte. Dürft ihr aber auch nächste Ebene auf jeden Fall ein paar haben. So, oh, die Fliege wurde gefressen, oder? Na, na, fuck. Die Fliege wurde gefressen, aber es ist noch nicht auf Cooldown, oder? Ready. Ich muss gleich die. Ah, fuck it, ey. Keine Ahnung, was gefressen wurde. Fliege, wenn einer von beiden gefressen worden wäre, wäre halt tot gewesen, direkt. Ah, so muss ich jetzt halt noch machen. Okay. Ach Gott. Nein. Nein. Ach nee. Ach nee. Nee. Mein Speed. Ach. Warum habe ich generell gar keinen Peinen bis jetzt? 50%. Und irgendwo auf dem Friedhof einer. Oh Gott. Oh. Eventuell mit dem Kondi. Der wahrscheinlich auf der ersten Ebene stand in irgendeiner scheiß Ecke. Na, ich spiele halt echt einen guten Kondit. Aber so wie halt auf der zweiten Ebene keine kamen. Ich bin halt davon ausgegangen, dass ich auf der ersten Ebene halt die Peinsplots gemacht hatte, aber irgend so eine hässliche Scheißecke, wo einer steht. Aber selbst dann dürfte ich den ja schon relativ früh aufgedeckt haben und potenziell jetzt schon fast wieder den nächsten bekommen dann. Was mach? Und der schlechte Bogen noch bleib. Maggots wäre noch vielleicht halbwegs okay. Ein, nicht mal so ein Bogan uncharged. Hm, Shielding-Kühe. Cool. Gutes Elite. Hm, Nightmarish, Chantere, Vortex. Noch mehr Trash. Kann da eigentlich schon fast rausgehen. Müsste halt bald den Boss spawnen. Oh, ich hab weggekillt. Bondi. Dann noch ein Pack. That's it. Dürfte Spawn sein. Wird es ganz close. Oh, das wird ja super close dann. Oh, wir waren Single-Target-Boss. Wo
wo ich dem noch ein bisschen mit Conduit vielleicht Schaden machen kann und dadurch vielleicht noch einen Cast spare und das keine 4,5 Minuten sind. So, jetzt aber keine Krokus mehr casten. Dürfte eigentlich hinhauen, aber das Problem ist, es hat kein Ring Wandern, weil es ja eine schlechte Zeit ist. Schauen wir uns am nächsten Nachhinein nochmal an, welchen Pilot ich auf der ersten Ebene hatte. Aber muss jetzt eh ein Single-Target-Boss werden, ansonsten ist es RIP. Also, außer es ist vielleicht beinahe Hamel, ich weiß ja nicht. Okay, das ist ein Single-Target-Boss. Aber einer, der böse Damage macht. Muss ein bisschen aufpassen. Kann mich eigentlich ultra auf Ranger behalten. Also, momentan jetzt am Anfang will ich noch gerne Conduit-Damage machen. Und danach renne ich halt einfach wild von ihm weg. Stell mich halt in der irgendeine Kante da. Wo ich ihnen keinen Schaden mache, meinetwegen. So. Machen wir aber den hier. I don't care, es ist halt innerhalb von der Zeit down. Wollen nicht riskieren. Ich habe hier so eine Safe-Kante. Machen wir den. Yo! Cast nicht über meine Safe-Kante drüber. Nur Solar bis 6 halten. Ich habe noch ein bisschen auch Vorteil vom Seis, gell? Einstellen. Oh fuck. Ich bin so scheiße im Casten. Ich hab's einfach absolut quer neben ihn gecastet. Oh Gott. Aim von Piranhas. Over 9000. Er läuft halt immer mal so zwei Schritte und ich schaff's halt mit dem Piranhas falls zu aimen. Oh Mann, krass. Ich mache halt echt noch so gut wie es geht Schaden, so versuche ich auf dem Dorf zu machen. Um halt eventuell noch einen Cast zu sparen. Ich weiß ja nicht genau. Aber hier an der Stelle gerade, dadurch, dass ich dann eben eine Safe-Kante habe, ist relativ safe. Dadurch, dass ich halt nicht permanent dann stehen muss, weil ich halt nicht selber viel Schaden machen muss. Boah, es geht sich vielleicht nur aus, oder? Ich weiß nicht, er hat eine 14er Zeit, oder? Der erste. Und ich habe doch sehr viel für gespawnt. Ich habe mit 5 irgendwas left gespawnt und der Conduit hat dann noch gut Schaden gemacht. Oder irgendeine 14er Zeit, der andere. Weiß noch nicht genau welche. Ah nein, lauf doch nicht! Oh doch! Oh, Glück gehabt! Aber ganz am Rand hat sie noch getroffen, ey. Alter. Er ist halt jetzt straight auf mich zugelaufen. Zwei Casts noch. Rank 1, Hardcore, ja, der WDE. Uhu, Prost. Stunden.